السلام صلاة تدوم وتهدى إليه ممر ليالي وطول الدوام اللهم صل وسلم على نبينا محمد عليه السلام صلاة تدوم وتهدى إليه ممر ليالي وطول الدوام اللهم صل وسلم على نبينا محمد عليه السلام صلاة تدوم وتهدى إليه ممر ليالي وطول الدوام محمد رسول الله Tarikatın as-sohbe hayruhi cemiyah. Wir bitten um himmlischen Beistand. Von dem Grosche und allen Freunden Gottes, dass sie uns begleiten auf unserer Reise, zur Weisheit. Zu mehren der Weisheit. Lass sie uns eintauchen in die Meeren der Weisheit. Wer fragt nicht, warum, wieso, weshalb? Wer es weiß, warum, wieso, weshalb? Frag nicht. Warum fragt man, warum, wieso, weshalb, wenn einem etwas, was ihm nicht gefällt, entgegenkommt? Was einen entgegenkommt, kommt etwas, was ihm gefällt. So viele Fragen stellt er aber nicht. Warum, wieso, weshalb? Aber wenn etwas ihn trifft, was ihm nicht so gefällt, sofort fängt man an, Fragen zu stellen. Warum, wieso, weshalb? Warum ich? Warum nicht er? Was meine Nächstenliebe das ist, weiß ich auch nicht. Warum ich, warum mich, warum nicht ihn, warum nicht er? Eine Nächstenliebe. Was für eine Nächstenliebe ist das? Und dann kommt jemand wie der Scheich und sagt, warum nicht dich? Warum nicht dich? Wer bist du? Was bist du? Bist du Gott, seine Gottheit, seine Herrlichkeit, seine Göttlichkeit? Wer in die Welt hineingeboren wird, wird einiges zu leben bekommen, wird einiges zu erleben bekommen und auch oft, was ihm nicht schmeckt. Oft, was ihm nicht gefällt. Oft und immer, was ihm die Geduld lehrt. Geduld. Es'audu billah, inna allaha ma'as sabirin. Und der Herr ist nur mit den Geduldigen. Der Herr ist nur mit den Geduldigen. Das Gegenteil davon ist, der Herr ist niemals mit den Ungeduldigen. Was für eine frohe Botschaft für die Geduldigen. Und wer keine Geduldsprobe hatte, soll weinen und heulen nur deshalb. Warum nicht mich? Warum nicht ich? Warum kein Unheil?
kommt mir entgegen. Damit ich Geduld erweisen kann. Und wenn ich geduldig bin und meine Geduld beweisen kann, ist der Herr mit mir. Warum ist der Herr nicht mit mir? Darum ist der Herr nicht mit dir. Du bist nicht geduldig. So ein Geheimnis öffnet sich jetzt für die, die immer always to be with his Lord sind, in Englisch. Habe ich gut gesagt? Die mit ihren Herrn sein wollen, nonstop, nonstoplich. Sie müssen Geduldigen, zu den Geduldigen gehören. Und Allah sagte, ich schicke euch in die Welt hinein, o ihr Leute. Und ihr werdet da geprüft werden. Mit was? Mit Geduld. Ob ihr mit mir seid oder nicht mit mir seid. Das ist jetzt ein anderes Fenster, was uns geöffnet wird über die Geduld, über die Prüfung, was die Prüfung Gottes ist, sein sollte. Was ist eine Prüfung? Womit ist eine Prüfung verbunden, gebunden? Mit Geduld. Keine Prüfung, keine Geduld, keine Geduld, keine Prüfung. Und Allah sagt, Inna Allaha ma'a sabirin. Ich bin mit den Geduldigen. In Klammern dazwischen ist nur. Ich bin nur mit den Geduldigen. Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, geht weiter, 99 Namen. Runter, am Ende endet es mit Es-Sabur, der Geduldige. Alles, und dann sagt der Herr über sich selbst, ich bin der Geduldige. Und der Mensch ist sein Schatten auf Erden, sollte so sein. Und muss auch erst diesen Titel sich aneignen, der Geduldige zu sein. Dann ist es vollkommen Schatten Gottes auf Erden. Wenn ich hier geduldig sein möchte, muss in seinem Grabe Geduld lernen. Geduld muss jeder Geduldsprüfung muss jeder bestanden haben und auch Geduld erlebt und gelernt haben. Es ist nicht so, du bist tot und du bist im Himmel, am Himmel oder so. Wir sind noch hier auf Erden. Grabeszeit ist eine Wartezeit zwischen Welt, zwischen hier und hiernach. Du bist noch nicht jenseits. Du bist noch hier unter der Erde. Was dann auch bei der Wiederauferstehung bist du auf der Erde. Wiederauferstehung passiert auch hier auf dieser Welt. Also so schnell geht's nicht. Im Grabe lernst du Geduld. Wenn du nicht hier auf der Erde geduldig, unter der Erde lernst du. Wenn das auch nicht geschafft ist. Bei der Wiederauferstehung gibt es so viele Wartezeiten. Zuerst werden die und Milliarden von Menschen, vielleicht 40 Millionen Menschen von Adam bis jetzt, bis Weltuntergang, bis letzte Seele eines Menschen. Die werden alle zur Frage gestellt, Rechenschaft gezogen. Jeder. Und du hast zu warten, bis du dran bist. Und wer wird zuerst zur Rechenschaft gezogen? Damit du nicht so lange wartest, gehörst du zu denen in die erste Reihe, die schnell als erste Rechenschaft gezogen wird. Wer sind die, die in der ersten Reihe sind? Allah wird sagen zu einem Herold, laut rufen die Namen der Geduldigen. Ja, eyyuhal sabirun. O ihr Geduldigen, kommt zuerst. Ihr müsst jetzt keine Geduld haben. Ihr wart genug geduldig, kommt zuerst.
und dann die Rechenschaft ablegen, ein Auge auf, ein Auge zu, ist schon erledigt. Ins Paradies mit euch. O ihr Schakirun, o ihr Dankbaren, die immer dankbar waren und nie undankbar. Immer Shukriya Rabbi Alhamdulillah gesagt haben. Kommt und geht ins Paradies. Die, die so geduldig und dankbar waren. Allah wird sie nicht hier auf Erde weiter leiden lassen oder warten lassen. Die haben keine Geduldprobleme ins Paradies. Und die anderen, die Ungeduldigen, die bleiben ganz zum Schluss. Und die Undankbaren ganz, ganz zum Schluss. Alle Milliarden Menschen müssen das machen. Und das werden Tausende von himmlischen Jahren sein. Ein Tag himmlischer Tag ist 1000 irdische Jahre. Du bist nicht geduldig, na dann schau mal. Wir werden dir Geduld beibringen, sagt der Herr. Weil im Jenseits bist du nur mit mir. Ohne mich gibt es nichts. Also, du musst erstmal Geduld lernen. Entweder auf der Erde oder unter der Erde oder bei der Wiederauferstehung. Nicht Wiedergeburt, Wiederauferstehung. Allah wird dir Geduld lehren. Ob du willst oder nicht. Du musst warten. Du musst immer warten, bis er entscheidet, die Zeit. Und wenn du ungeduldig bist, stoppt er sogar die Zeit. Und du verlängerst den Abstand, oder wie nennt man das, Zeitraum. Du verlängerst den Zeitraum mit deiner Ungeduld. Also du machst nicht etwas positiv, sondern negativer. Wenn du immer jammerst und immer dich beschwerst, warum, wieso, weshalb ich, mich und so weiter und nicht ihn oder dich. Und dann noch ohne Nächstenliebe. Unser Weg ist der Weg der Großschrift der Heiligen, die sagen immer in ihren Gebeten, mach das, die Hölle so groß, dass und mach mein Körper so groß, dass nur ich in die Hölle hineinpasse, kein anderer Mensch Platz finden kann. Das sind Gebete von unserem Großchef. Das sind Ozeane der Nächstenliebe. Und wir sind noch auf der Stufe, warum mich, warum nicht ihn? Warum mir, warum nicht ihn? Alles Leid und Problem auf den anderen schieben, muss ja irgendwo hingehen, aber nicht zu mir kommen. Lernen wir erstmal Nächstenliebe. Fangen wir so an. Sagt, o Herr, wenn es ein Unheil gibt, die jemand treffen sollte, soll mich treffen und nicht den anderen. Lass meinen Nachbarn in Ruhe. Lass meinen Nachbarn in Frieden leben. In Segen leben, in Gesundheit leben, ohne Problem leben, schickt sie alles zu mir. Wo ist dieser Mensch? Gibt es die Heiligen? Und wenn man das nicht freiwillig kundtut, dann, wie bei Trudy, ich immer so lebte, warum ich, und sie muss vielleicht noch leiden für andere, weiß sie nicht, für Eiche oder so. Und sie weiß nicht. Die gläubigen Menschen leiden mit. Es ist nicht wie Jesus leiden. Das dürft ihr nicht so falsch verstehen. Das Unheil kommt. So viel Unheil. Die gläubigen Menschen, unter den gläubigen Menschen, je nach Glaubenskraft, wird dieser Unheil verteilt. Damit von 100% 10% diese Person diese Unheil hervorgerufen hat durch seine Misstaten. Und diese Person sollte 100% Unheil treffen. Barmherzigkeit Gottes und der Heiligen
Sie sagen, 100%, wenn das ihn trifft, ist er weg. Er hat keine Gelegenheit mehr, vielleicht Buße zu tun, Reue zu tun, Vergebung zu bitten. O Allah, gib ihm noch eine Chance, dass er nicht sofort vernichtet wird. Verteile das unter uns, damit nur 10% trifft von Unheil und dass er vielleicht zur Besinnung kommt. Warum hat mich das getroffen? Habe ich was falsch gemacht? Das ist richtig. Diese Warum, diese Frage ist richtige Frage. Warum, wieso, weshalb? Wegen dir als die Schuld auf sich nehmen und wo habe ich was falsch gemacht zu sagen, nicht auf die anderen zu schieben. Ich muss was falsch getan haben, was Falsches. Wo habe ich was Falsches gemacht? Darüber nachzudenken, diese 10% sind schon wichtig. Und die 90 wird verteilt unter den Gläubigen je nach Glaubenskraft. Das ist Barmherzigkeit. Ja, ich will aber nicht hier sein Unheil verteilt auf mich haben. Deshalb weißt du davon nicht. Du bekommst dadurch aber den Segen. Ein Segen am Tag des jüngsten Gerichtes, was dir Freude schenken wird. Gut, dass ich gelitten habe für die anderen vielleicht, damit sie nicht so hart getroffen worden sind. Und jetzt habe ich den Segen dafür. Auf der Welt das Unheil und am Tag des Gerichtes den Segen dafür. Du wirst sowas von dich erfreuen. Weisheiten, Weisheiten. Warum, wieso, weshalb? Macht euch keine Gedanken. Sagt einfach, o Herr, egal was ich auch falsch gemacht haben sollte, wissentlich, unwissentlich, bewusst, unbewusst, vergib mir. Sagt das, das ist schon Anstand. Jede Nacht. Das will der Herr sich hören. Geduld aber ist das Fundament des irdischen Lebens. Im Paradies brauchte Adam und Eva keine Geduld haben. Wofür? Alles war sofort da. Geduld ist etwas zum Warten. Abwarten, zum Warten, zum Heilen. Geduld ist bitterste Medizin der Heilung. Ist die Medizin der Heilung aller Art von Krankheiten und Probleme jedoch bitterste Medizin. Und Sheikh Edebali, Qaddasallahu sirruh, sagte, Geduld ist wie ein, es gibt diese große schwarze Dorn. Also man das, wenn man das geschluckt hat, so ein Dorn geht durch die Därme, Gedärme, reißt alles auf und du machst keinen Mucks. Keine Beschwerde, keine Au. Kein Mucks von dir. Stillgestanden. Geduld. Bis du keine Gedärme mehr hast. Das weh tut. Geduld. Geduld ist das. Es ist bitter, tut weh, aber ist die Medizin gegen alle deine Sorgen. Das Fundament des irdischen Lebens ist die Geduld. Das Fundament der Schöpfung ist Geduld. Warum hat Allah, die Christen sagen, Allah hat diese Existenz oder die Welt, was sie auch sagen, in 6 Tagen erschaffen. Siebter Tag war er so müde, hat er ein bisschen eingeschlafen. Hat er ein Nickerchen gemacht, siebter Tag. Die stellen sich Gott so vor, wie sie selber sind. Das ist er aber nicht. Er hat keine Toilette. Er muss nicht auf die Toilette. Und müde wird er auch nicht. In 6 Tagen hat er alles erschaffen. Richtig. Warum? In 6 Tagen, das ist nur für unser Verständnis. Vielleicht waren das 6 Milliarden Jahre. Warum? Es ist nur eine Zahl zum Verstehen, damit man irgendwie vorstellen kann. Warum nicht
Kun feyekun, sei und es wäre, es hätte da sein können. Wie alles andere. Warum 6 Tage? Hat er das gebraucht? Nein. Aber er ist der Geduldige. Er hat sich innerhalb der Zeitlosigkeit, wo keine Zeit existiert hat, Zeit gelassen. Wo er keine Zeit gebraucht hat und keine Zeit existiert hat, hat er sich Zeit gelassen. Kann man das verstehen, so wie ich das erzähle oder erkläre? Metaphorisch. 6 Tage. Er hätte auch sagen können, es wäre alles da. Das kann er auch. Wie, wenn er diese ganze Existenz zerstört hat, alles tot, nur er ist das ewig Lebendige. Auch der Todesengel hat einen Harakiri gemacht am Ende. Er ist auch tot. Bumm, ist alles wieder da. Er braucht keine 6 Tage mehr zum Verstehen. Alles Gute braucht Zeit. Muss Zeit haben. Was ist die Zeit? Die Zeit ist ein Prozess der Reife. Die Zeit ist ein Reifeprozess zum Reifen. Die Frucht am Baum, wie reift die eine Frucht? Unter Stiche der Sonne. Bumm. Heiße Stiche, bumm, bumm, bumm. Feuer, also eigentlich Feuer. Aber Feuer reift die Frucht und gibt eine Süße. Von Bitterfrucht süße Frucht. Und Zeit. Es braucht noch, sagt die Schwester zu mir, die Birne, bis die Birne leuchtet, braucht Zeit. Bis die Birne süß wird, braucht Zeit. Noch 2 Monate, dann ist es soweit. Dann müssen wir warten. Ich wollte es sofort gegessen haben, aber muss 2 Monate, was für eine Geduldsprobe, 2 Monate auf die Birne warten, bis die Birne soweit ist. Du musst Geduld haben. Überlegt euch, alles ist mit Geduld verbunden. Es gibt nichts in der Welt, in dieser Welt, ohne Geduld. Bis du deine Jacke ausgezogen hast, brauchst du Geduld, unbewusste Geduld. Unbewusste Geduld. Dass du auch, also normal, der Mensch ist sowas von hastig. Sofort will er alles erledigt haben, aber sofort geht die Jacke nicht raus. Also musst du erstmal die Zeit, diese Sekunde nehmen schon. Das ist auch Geduldszeit. Alles ist mit Geduld verbunden. Es ist dir nur nicht bewusst. Nur wenn die Schmerzen kommen, Leid, dann wird es dir bewusst, oh, Geduld gehört zu deinem Leben. Muss zu deinem Leben gehört haben. Ob du willst oder nicht. Ich hab Durst. Gib mir mal Wasser. Und ich muss warten, bis man mir Wasser gebracht hat. Mist. Warum nicht sofort? Im Paradies ist sofort. Im Paradies alles sofort, gleich. Semena Watana, wie gehört, getan. Wie gewünscht, bekommen. Im Paradies gibt es keinen Zeitraum. Keine Zeitspanne. Passiert alles im gleichen Moment. Moment. Diese Zeit, diese Lebensweise, wenn wir ein bisschen noch Geduld und Chance haben, uns bemüht haben und gebeten haben, Allah darum, dass er uns diese Möglichkeit und Lebenszeit gibt, erleben wir auch immer noch in dieser Welt diese Paradiesleben, wo alles in dem gleichen Moment passieren wird. Gewünscht bekommen. Und du bist gleichzeitig überall. Mit Körper und Seele. Gut, nimm deinen Geist mit. Körper, Geist und Seele. Du bist gleichzeitig original überall.
Überall kannst du alles gleichzeitig erleben. Das wird dir möglich gemacht. Und dann brauchst du auch keine Geduld. Gibst du nicht. Aber Geduld ist dein Reifeprozess. Gehörst zu deinem Reifeprozess und deine Entwicklung. Deine spirituelle Entwicklung. Du willst das nicht haben. Lass mich in Ruhe. Ich will das Weltliche gleichzeitig mit dem Spirituellen haben. Geht nicht. Hat mein Chef mir so gesagt. Im Herzen gibt es nur einen Thron zum Sitzen. Zwei auf einen Thron geht nicht. Die Welt und das Paradies gleichzeitig hier und hier, hier nach, gleichzeitig gibt es nicht. Du bist das weltliche Materielle, du bist das Spirituelle. Beides zusammen auf einen Thron gibt es nicht. Du musst dich entscheiden, hat er mir gesagt. Wenn du mich haben willst, musst du Dünya loslassen. Kind, Frau, Mann, alles gehört zu Dünya. In diesem Moment. Nur ihn. Und das gehört zur Prüfung. Und wieder geduldig sein. Alles ist, ganze irdische Fundament ist bepflastert mit Geduldsteine. Du bist drauf. Bewusst, unbewusst. Alle Zeitspanne ist Geduld verbunden. Wenn du sagst, redest über die Zeit, Geduld ist mit drin. Aber weil du nicht so leidest und nicht merkst, spürst diese Geduld, Zeitraum des Geduldes, denkst du, das hat mit Geduld nichts zu tun. Zeit ist Geduld. Geduld ist die Zeit. Und alles geht vorbei. Auch diese Leidzeit geht vorbei. Möge Allah uns gutes Verständnis geben. So haben wir uns jetzt öffnen lassen. Und wer das hier nicht schafft, wird lernen unter der Erde. Mit Warten, im Warteraum. Wann ist es denn endlich soweit? Wiederauferstehung. Ich will wieder auferstanden sein. Warte mal noch. Und dann, wenn du auferstanden bist, ja, wann ist es denn soweit, dass ich rankomme und dann endlich mal weiß, wo ich hingehöre? Warte mal. Erst kommen die Geduldigen. Dann kommen die Dankbaren. Dann kommen die fast Dankbaren. Dann kommen die fast Geduldigen. Dann fast Geduldigen, fast Dankbaren. So bis es soweit ist mit den fast Ungeduldigen und so weiter. Und du schwitzt und schwitzt. Und die Sonne ist sowas von nah wie die Lampe hier an der Decke. Und du wirst in deinen Schweiß baden, sagt der Herr. So ist es nicht wie im Christentum oder Juden gesagt. Tod und du bist am Himmel und schon schwebst du im Paradies. So ist es nicht. Wir haben noch viel zu erleben in dieser Welt noch. Möge Allah uns leicht machen und nicht schwer. Geduldige, für Geduldige und Dankbare, alles wird wie ein Augen auf Augen zu. Innerhalb dieser Zeitprozess wird es geschehen, obwohl das vielleicht 50.000 Jahre gedauert hat. Wirst du es nicht merken? 50.000 Jahre sind vergangen. Ja, bei mir sind 60 Jahre vergangen. Wann denn? Ich bin erst nur jetzt geboren, sage ich. Wie bin ich denn 60 geworden? Weg. So, wird das in Schnellzeitraum? Du wirst es gar nicht verstanden haben. Du stehst vor dem Herrn und schon im Paradies. Allah möge uns zu den Geduldigen machen. Möge Allah uns rechtes und richtiges Verständnis geben. Und Geduldigen zu den Geduldigen zählen, dass wir mit ihm sind immer. Allahu, Allah.